gut gehalten. Das schöne Wetter. Wir haben das nicht so mit Datenschutz. Was habt ihr? Wir haben das nicht so mit Datenschutz. Ach so. Boah, was in Deutschland abgeht, also. Okay. Gerade noch die Kurve gekriegt. Ja, ihr seid ja schon lange da, ne? Jetzt. Aber ihr habt doch nichts falsch gemacht. Ihr habt doch jetzt Gewinn gemacht, oder nicht? Ich meine, falls ihr wieder mal. Aber jetzt ist ja wegen ICAMET, ne? Wie schaut es da aus? Wir haben es bekommen für 2 Jahre. Sehr gut. Für 2 Jahre habt ihr es bekommen. Ich habe mal weniger Probleme. Also was? Als Rentner hat man weniger Probleme. Ah, geil, geil. Serve ICAMET, 2 years. She too. Oh, Salvatore, was ist jetzt denn abschneiden lassen, damit er heute wieder besonders gut aussieht? Aber next week, die ganze Woche wird es schön übrigens, ne? Ja. 2 Tage Regen, 2 days rain we have. And Junior, you was in the pool? Jimmy doesn't like rain. Yeah. And it was good, huh? Yes. Good, good. Ich hol mal noch einen Kuchen, ne? Meine Frau hat Apfelkuchen gemacht. Für mich auch. Why? Ja, aber er war sehr, sehr lecker. Ah, aber ich weiß ja, du trinkst immer zwei Kaffee. Das stimmt. I know from my coffee time, she drink two coffee every time. Yes. Sie waren immer da, also als Gäste, ihr wart mit. Hier die ganze Reihe hier war voll. Ne? Ach, war doch eine schöne Zeit. War eine schöne Zeit. Echt, war echt schön, doch, ja. Doch. Waren so schöne Zeiten. Warum hast du das aufgegeben? Ach, meine Nerven. Die, du weißt doch, die Deutschen untereinander können sich nicht. Ja, dann sollen sie wegbleiben. Ne? Da haben sie untereinander die Schüssel ausgetauscht. Dann töten sie sich, das verkaufen mit Lauf. Siehst du einen Deutschen, der was verkauft mit? So, ich hole mal noch einen Kaffee und noch einen Kuchen. Na, ich mache dir einen neuen. Und Kuchen nicht? Kuchen? Nein, davor bin ich nicht. Weil Junior in Deutschland war. Also im November hole ich mir die türkische Staatsbürgerschaft. Geil! Da bin ich 5 Jahre, habe ich die Wohnung. Geil, hoffentlich, ne? Das würde mich freuen. Weil dir gefällt es ja hier, oder? Ich meine, du hast dich nicht verleiten lassen von den anderen Idioten, die da immer schlecht gemacht haben. Weißt du was? Wenn die hier nicht mehr klarkommen, weil sie keine Hobbys haben oder sich nicht beschäftigen können und was weiß ich nicht alle, dann machen die das wie so ein Lauffeuer. Die machen die Türkei schlecht und gehen. So ist es bloß, weil sie selber es nicht schaffen. Ne? Genau, wollen sie einen anderen madig machen. Hast vollkommen recht. Hast vollkommen recht. Ja, Leute, Lieben, hier ist immer noch nicht aufgeräumt, deswegen haben wir draußen Tische hergerichtet. So, und meine Frau hat Apfelkuchen gemacht. Wir haben noch ein paar. Und jetzt mache ich uns noch einen Kaffee. Nicht mit dieser Megamaschine, sondern mit dieser hier. Okay, soviel von mir. Schön mal wieder Besuch zu haben von Freunden, Kunden und Freunden und Kunden.